So, die Rhea wartet da oben auf uns. Das versteckte Gelege. Hey, Rhea. Das ist ein schöner Name, Rhea. Wartet, während Rhea das Ei aus dem versteckten Gelege holt. Oh, ist die süß. Ich lasse es einfach hier liegen. Und nun zum Ei. Wie geht es meinem kleinen Baby? Nein, ihr seid es, nein! Du ungestümer kleiner Welpe, ich weiß genau, was du und die Sterblichen vorhaben. Bist du bereit zu sterben, Drache? Ja, aber seid gnädig mit dem Ei. Gnade? Keine Gnade, dafür wirst du brennen, Drache. Glücklicherweise konntet ihr euch Todesschwinges Aufmerksamkeit entziehen. Rhea und das schwarze Drachenei jedoch hatten vielleicht nicht ein solches Glück. Oder solches Glück. Sucht nach Rheas Drasse. Nein, Rhea. Rhea? Oh nein. Helden, wenn ihr das hier lest, war mein Verdacht berechtigt. Todesschwinge hat uns gefunden. Das Ei ist zerstört, ebenso wie ich. Das war allerdings von Anfang an der Plan. Ihr müsst wissen, das Ei, das Todesschwinge zerstörte, war nicht das Ei, das er suchte. Es war meins. Oh Gott. Ihr wart nicht die einzige Sterbliche, der sich Rheas Drasse anvertraut hat. Auch ich habe das Vertrauen des Drachen gewonnen. Ich habe bereits das echte, gereinigte Ei an einem sicheren Ort weit ab vom Ödland geschafft. Ich hab's weggeschafft. Es wird weiter wachsen, ohne dass Todesschwinge seinen Aufenthaltsort kennt. Die Macht des roten Drachenschwarms wird nur von seiner Güte übertroffen. Rheas Drasses letzter Wunsch war es, dass ich euch dies gebe. Rheas letztes Ei. Hinfort, hinfort! Oh, Freunde. Ruft Rheas Kind, das an eurer Seite kämpft. Bitte passt für mich auf ihn auf. Ach, wie schön. Das werfe ich da oder verkaufe ich auch nicht, Freunde. Das behalte ich. Ich möchte euch dann gleich mal das Baby zeigen. Wir haben nämlich hier noch eine Quest. Die hat auch mit Todesschwinge zu tun. Das ist die, von der ich euch schon gesagt habe, dass ihr erkennen werdet, was ich meine, sobald wir die Quest anfangen. So, nichts wie weg. Ach, Freunde. Allerdings, was ich nicht weiß, ist, warum Todesschwinge dieses Ei eigentlich wollte. Das ist das Ei von dieser Nox, ihr wisst schon, die gefangen war, deren Eier wir uns geschnappt haben. Das wurde irgendwie verbunden mit einem gewöhnlichen schwarzen Drachenei. Aber was will Todesschwinge? Ach so, ja natürlich, Todesschwinge macht doch Experimente mit den Drachen, vor allem auch mit den schwarzen Drachen, die ja theoretisch sein Clan sind. So, Telduin, der Verirrte. Hallo?
Man hat euch geschickt, um nachzusehen? Pah, ich lebe schon länger in dieser Wüste als die meisten dieser Trottel. Wir lassen nur die Landschaft auf uns wirken und erzählen uns Geschichten über alte Zeiten. Erzählt ihr gerne Geschichten? Seid auf der Hut! Todesschwinge hat ein ganz schönes Chaos angerichtet, als er hier durchgekommen ist. Ohne mich wäre er wahrscheinlich noch immer hier und würde all die Einwohner des Ödlands umbringen. Was? Ihr glaubt mir nichts? Gut, lasst mich euch die ganze Geschichte erzählen. Man sieht sie. Ich erinnere mich noch genau, es war ein schöner, sonniger Tag. Ich ging meiner gewohnten Arbeit nach, als plötzlich Todesschwinge auftauchte. Ich sagte mir, dem Drachen werde ich einen Schlag ins Gesicht versetzen. Unglücklicherweise hat der Kataklysmus ein paar wütende Elementare freigesetzt. Ihr verdammten Steinelementare, rief ich. Euch versetze ich ebenfalls eins. So, und der hier kann Teldurins Faust. Räumt mit der Faust jedes Hindernis aus dem Weg. Eins. Zwei. Drei. Nummer vier. So, das hier kann er auch wegkicken. Und das fünfte. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Also die Faust dieses Zwergs ist quasi ein wahres Wunder. Der haut damit Elementare, Steine, alles haut er zu Klump. Ich bin euretwegen hier, Todesschwinge. So, kostet meine Faust! Ich werde dem Drachen einen Schlag ins Gesicht versetzen! So geil, wie der sich hier durchbügelt. Das macht echt Fun. So. Spürt meinen Schlag. Hier ist Todesschwinge. Als Mensch übrigens. So sieht er aus. Schlag Todesschwinge ins Gesicht. 1 von 1. Ich bin ganz Ohr. Eine ganz schöne Geschichte, nicht wahr? Jetzt wisst ihr, warum Todesschwinge seitdem nicht mehr hier zurückgekehrt ist. Fort mit euch. Nein, 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 Teldurin. Ihr erzählt die Geschichte falsch. Hey. Teldurins Geschichte war nicht nur falsch, sie war langweilig, ebenso langatmig. Teldurins Geschichte war nicht nur falsch, sie war langweilig, einfallslos und langatmig. Ich sage euch, was an diesem Tag wirklich geschehen ist. Der Tag leuchtet schon. Es war nicht sonnig, es war bewölkt, als Todesschwinge auftauchte. Der feige Drache muss mich gesehen haben, denn er wandte sich ab und flog hinauf in die Wolken. Ich finde dich in diesen Wolken, du Wurm, rief ich, und dann schleudere ich dich nach Kalimdor. Glücklicherweise tüftelte ich gerade an einem Weltenschrumpfgerät herum. Ich entschied, die Welt so lange zu schrumpfen, bis ich die Wolken erreichen konnte. Okay, wir schrumpfen jetzt also die Welt. Sobald sie klein genug war, machte ich mich in den Wolken weiter auf die Jagd. Jetzt brauchen wir Wolken. Ich muss mal weiter wegzoomen. Das geht gar nicht. Da ist eine. Da war gerade eine Wolke. Die Quest fand ich schon immer ein bisschen heikel. Weil ich irgendwie immer die Wolken nicht finde. Ich hack jetzt einfach mal auf der 2 rum. Vielleicht hilft's ja was. Da ist eine Wolke. Aber die sind so weit weg irgendwie. Ich habe immer Angst, dass die Quest abbricht, wenn wir zu weit weggehen. Weil ihr seht, es gibt hier nicht viele Wolken. Da hast du noch eine. Ach, wir dürfen das ganze Ödland nach diesen Wolken durchstöbern. Okay. 4. Bis hier hinten, krass.
Ich habe jede Wolke durchsucht, aber ich konnte Todesschwinge nirgends finden. In dem Augenblick wurde mir klar, er versteckt sich in der Sonne. Ich sah nach oben. Die Sonne. Sieht heute aber komisch aus, die Sonne. Oh Mann. So, jetzt dürfen wir da nochmal rüber kraxeln. Ach, die Sonne ist immer da, wo die letzte Wolke ist. Ich verstehe. So, die Sonne. Ist aber sehr niedrig heute, die Sonne. Steht heute sehr tief. Hallo? Ich habe die Sonne angeklickt, es ist nichts passiert. Sonne? Jetzt ist die Sonne weg. Der Teil mit dem Gnom ist immer ein bisschen schwierig. Wollen wir noch eine Wolke durchstöbern? Geht gar nicht mehr. Hm. Sonne, komm wieder bitte. Oh, Kaktus. Sonne? Tja, Freund, jetzt ist die Sonne weg. Das muss ich wohl schneiden. Denn ich werde die Quest wohl nochmal anfangen müssen. Sonne? Komisch. So, Freunde, hier ist jetzt die Sonne wieder. Jetzt haben wir ihn. Die Sonne hat mich schwer verbrannt, aber ich schaffte es, meine Hände um seinen schleimigen Hals zu legen. Ich wandte mich ab nach Westen und schleuderte ihn mit all meiner Kraft nach Kalimdor. Praktisch auf den Nachbarkontinent. Willkommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wow, Lucien. Ihr müsst mit dem Trinken aufhören. Jetzt. Raus damit. Hört euch... Achso. Diese beiden haben keine Ahnung, wie man eine Geschichte erzählt. Teldorins Geschichte war zu kurz und Luciens Geschichte war zu lang. Wenn ihr versteht, was ich meine. Auch kamen in keiner ihrer Geschichten heiße Mädels vor. Macht es euch bequem, Ray. Ich erzähle euch, was damals wirklich geschehen ist. Vorwärts zum Sieg. An dem Tag, an dem Todesschwinge kam, regnete es Blut vom Himmel. Sehr wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe gerade mein Motorrad ein paar scharfen Bräuten gezeigt. Nachdem Todesschwinge auftauchte, bekam sie Angst, aber ich hatte nur genug Platz, um eine zu retten. Der, passt mal auf. Wir haben hier... Mein Mausrad spackt gerade. Wir haben hier eine Ork-Dame. Eine super heiße Blutelfe. Ein Mensch, deren Hose ich bedenklich finde. Und ganz schlimm, einen männlichen Blutelf. So, Freunde, welchen nehmen wir mit? Wir sind Ork, nehmen wir den Ork mit, sonst ist es echt gruselig. Natürlich habe ich die Orkfrau genommen. Ich werde niemals den zauberhaften Sommer vergessen, den wir gemeinsam verbracht haben, Martek. Was war die andere? Leb wohl, Martek. Ich kann in Frieden sterben, da ich weiß, dass ich meinen letzten Augenblick mit Martek verbracht habe. Alter! Geschwindigkeitsschub, okay? Können da einfach durchfahren, das ist auch lustig. Ah, nee. Nur wenn wir schnell durchfahren, bekommen wir keinen Schaden. Okay. Oh, das wird nix. Ah, doch. Oder weniger zumindest. So. Als ich das Ende des Canyons erreicht hatte, erinnerte ich mich daran, dass mein Motorrad fliegen kann. Es wäre hilfreich gewesen, früher daran zu denken. Ich flog zur Spitze der Säule, die nördlich des Canyons liegt. Oh, während des Flugs verbrachte ich ein paar romantische Augenblicke mit der reizenden Orkfrau. Auf der Säule sah ich ihn, Todesschwinge. Der Augenblick des finalen Kampfes war gekommen. Hey, hör auf, Teldorin, das ist meine Geschichte. Dem Drachen werde ich einen Schlag versetzen. Mitten ins Gesicht. Hey, hör auf, Teldorin. Das ist meine Geschichte. Lasst den Quatsch, Jungs. Hört auf, ständig zu unterbrechen. Schön, dann erfahrt ihr nicht, wie ich Todesschwinge in einem Messerkampf besiegt habe. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Ich finde die Quest so geil. Was braucht ihr? Wir haben hier Teldorins Faust. Hohoi. Knobelzange Schrumpfer. Oder Marteks Messer. Alter, das ist so krank.
Möge eure Klinge. Tut mir leid wegen der Unterbrechung, Martek, aber ihr müsst schon zugeben, bei mir klingt eure Geschichte 50 Mal besser. Der nächste Drink geht auf mich. So geil, wisst ihr? Erzählt der Ork seine Geschichte, will gerade Todesschwinge angreifen, dann kommt der Zwerg und schlägt ihm ins Gesicht. Also dem Todesschwinge. Ah, ich find's so cool. So sieht Reas Kind aus, Freunde. Ein zuckersüßer, roter, kleiner Welpling, der uns hilft. Finde ich toll. Endlich. Wogen der Dunkelheit. Geistbeuger? Nee, ich finde Wahnsinn gut. Das Verbrauchen von Schattenkugeln wandelt Gedankenschinden pro verbrauchter Schattenkugel 1,8 Sekunden lang in Wahnsinn um. Und Gedankenexplosionen in Massenwahnsinn. Dieser Zauber verursacht 100% mehr Schaden. Ich finde das richtig geil. So, das war's hier im Ödland, ihr Lieben. Ihr werdet auf jeden Fall noch ein paar Instanzen sehen. Das weiß ich aber noch nicht, ob vor dem Ödland, nach dem Ödland. Tschüss, Reas Kind. Auch die Rea, Freunde, das ist so eine traurige Geschichte. Sie hat sich geopfert, damit das Kind der Norix, wie auch immer, dass das Kind des schwarzen Drachenclans nicht verderbt wird. Dass der schwarze Drachenclan überleben kann, schätze ich mal. Weil Todesschwinge macht ja vor allem mit den Schwarzen eine Menge Experimente, weil es ja sein Clan ist, hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Ja, das ist total traurig. Naja, also, wir sehen uns im nächsten Let's Quest. Bis dahin.